Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM21. Wir haben Fiorentina. Milan ist als letztes. Ich wollte gerade Milan sagen, es geht schnell gut los. Wir haben Fiorentina, Lazio und Milan heute auf dem Plan. Drei sehr ekelhafte Spiele. Ja, schwierig, ne? Sehr schwierig. Ich würde sagen, wir gehen einfach gleich rein ins Spiel, weil uns wird schon irgendwas Schlimmes erwarten. Ich habe jetzt gar nichts geändert zum letzten Spiel, weil wir haben 3-0 gegen Brescia gewonnen. Gut, gegen Brescia, ne? So, was anderes wieder. Aber ich würde sagen, oh, ich muss meinen Sound ausmachen. So, meine Güte, jetzt geht es schön gut los. Ich würde sagen, wir probieren unser Bestes. Ist schwierig momentan, denn wir müssen halt eigentlich punkten für Europa. Weil Napoli ist ja eigentlich direkt bei uns. Aber ist schwierig. Gegen Fiorentina ist es auch noch ein direktes Duell. Sabitzer verursacht jetzt erstmal einen Freistoß, den Poskus sich nimmt und leider daneben setzt. Ja, schwierig momentan. Wir müssen halt allerspätestens nach Milan ganz, ganz dringend wieder eine Serie aufbauen. Oh, das war schon eine harte Schwalbe, glaube ich. Und ich glaube, es wird trotzdem leider Elfmeter geben. Sotalo war da, glaube ich, gerade gegen Birds. Und er gibt den Elfmeter einfach. Sehr ekelhaft. El Neni. Oh, Tanikone, saustark. Nice. Sehr nice. Aber trotzdem, ich hätte den Elfmeter nicht gegeben, ne? Das war halt, ja, FM 19 Animation, aber Birds war halt so weit weg von Sutalo. Egal, ist ja zum Glück nichts mehr rausgekommen. Tadikone sehr stark, geht auch gleich mal auf eine 7,7 hoch durch den gehaltenen Elfmeter. Aber wird noch sehr schwierig hier gegen Fiorentina. Ja, also spätestens nach Milan, wollte ich gerade sagen, müssen wir dann dringend eine Serie aufbauen. Weil wenn wir jetzt Europa League nicht... Oh mein Gott, warum passiert sowas? Ja, oh mein Gott, Alter. Boah, Fiorentina. Wie kann sowas passieren? Er ist halt quasi der letzte Mann und wirft halt direkt zum Gegner. Heilige Scheiße, Alter. Spieler, please. Fiorentina, Napoli liegt hinten. Ich komme heute voll durcheinander anscheinend. Napoli liegt hinten mit mittlerweile 1-2. Das wäre... Ja, 2-2. Typisch. Es wäre so schön, wenn wir da mehr machen könnten. Napoli hat anscheinend das 3-2 kassiert. Jedenfalls die Tabelle sagt das. Jupp. Und bei uns sieht es nicht gut aus. Wir spielen wirklich sehr, sehr schlecht. Ich werde mal auf ein 4-1-4-1 gehen. Hoffe, dass das ein bisschen besser läuft, weil die Jungs kommen gerade überhaupt nicht klar. Wie so oft. Na, also wir müssen wirklich sehr, sehr viel im Sommer machen. Ich hatte eigentlich echt gedacht, dass wir uns dieses Jahr besser entwickeln können, dass wir uns deutlich, deutlich weiterentwickeln können. Aber da fehlt es halt weiterhin an so vielen Ecken und Enden. Wir haben teilweise schon genauso gespielt, wie ich es gerne gehabt hätte und echt solide Leistung gezeigt. Andres nochmal auf Sila, Ball kommt durch und das ist kein Abseits und wir führen. Sehr nice. Aber da gibt es halt so viele Spieler bei uns, die wirklich meilenweit hinter der Leistung sind, die ich gerne sehen würde. Das war aber ganz gut gespielt. Dickmann auf Buonacasa, sehr gut weitergeleitet auf Andres. Sila zurück auf Buonacasa, das haben sie klug gespielt. Genauso möchte ich das halt sehen. Aber es ist lange, lange, lange nicht vorbei. Gut, sehr guter Kopfball auf Poskus. Buonacasa läuft schon durch. Poskus nimmt Andres mit schöner Ball auf Sila. Und was, das ist echt abseits? Ach Mann, echt. Ich habe es ehrlich gesagt nicht genau gesehen, also es ist sehr gut möglich. Tor aberkannt, ja, es wird Abseits sein. Nein. Nee. Ernsthaft jetzt? FM? Das ist kein Abseits. Oh nee, ernsthaft? Ernsthaft jetzt? So, hier steht Sila. Hier ist deutlich der Haxen von Di Marco. Der ist nicht mehr abseits. Ach du Schande, ernsthaft FM. Ich meine, wir haben gerade die Linie gesehen, die war etwas besser als das, wenn ich jetzt hier so minimalistisch versuche weiterzugehen. Frame by Frame geht ja leider auch nicht. Das ist kein Abseits. Das ist einfach kein Abseits. Das Spiel denkt vielleicht, Buonacasa sollte angespielt werden, aber Sila wird ja angespielt. Uns wurde ein reguläres Tor gerade aberkannt. Das ist doch kein Abseits.
Also die Linie hat eigentlich eindeutig gesagt, gerade, dass es kein Abseits ist. So, hier ist der Ball schon weg. Ja, hier ungefähr. Und da ist ja deutlich, dass der Sanchez deutlich näher zum Tor ist als Sila. Wow. War Buonacasa im Abseits? Ja, er hat wirklich die Position von Buonacasa genommen, warum auch immer. Das ist extrem bitter. Weil der Ball kam ja, na ja gut, er kam in die super grobe Richtung von Buonacasa. Aber er kam ja halt nicht zu Buonacasa. Nur das Spiel hat anscheinend gedacht oder hat anscheinend berechnet, dass der Ball zu Buonacasa kommen sollte. Aber Sila hat sich den warum auch immer geschnappt dann. Ach, das ist sehr bitter. Ich hoffe, dass das keinen Unterschied macht dann am Ende. Oh Mann, ey. Erstmal gut geklärt, aber leider steht dort keiner. Balaguer hat den Ball erstmal nur rausgehauen. Sabitzer, starker Ball auf Di Marco und der macht natürlich das Tor. Der Linksverteidiger, der jetzt im Sturmzentrum steht. Super. Ist das bitter, ey. Ist das bitter. Das ist wirklich so unfassbar ekelhaft. Ich kann es gar nicht glauben. Puh. Van Kaam kommt erstmal rein. Übrigens, Mancuso habe ich euch ganz vergessen zu erzählen. Hat sich leider verletzt. Ja, es wird wohl dann doch den Unterschied machen, dass Fiorentina hier das reguläre Tor von uns doch nicht gegen sich bekommen hat. Letzte Szene wahrscheinlich im Spiel. Unsere Spieler laufen einfach weg. Ball kommt nach vorne. Tadikun hat ihn. 5 Minuten gibt es oben drauf. Wir haben noch 4 davon auf der Uhr. Das war nix. Van Kaam kriegt den Ball. Schöner Ball auf Regini. Muss ihn unten spielen. Poskus, bitte. Poskus! Yes! Ist das hochverdient, Alter. Nicht unbedingt von der Statistik her, aber einfach, weil wir halt schon ein Tor gemacht haben. So, alles bitte nach hinten, Jungs. Nichts mehr zulassen. Kein Bullshit mehr machen. Ich gehe auch komplett auf sehr defensiv. Damit müssen die Jungs jetzt klarkommen. Boah. Kanyamuna kommt noch rein für Regini. Ist das verdient, ey. Wirklich nicht von der Statistik her, weil da jetzt Fiorentina vielleicht eher verdient. Aber alleine halt, dass wir dieses Tor gemacht haben, was uns dann aberkannt wurde. Sehr starker Ball von Van Kaam. Regini mit der Vorlage. So, und jetzt einfach nur durchhalten, Jungs. Kein Bullshit machen. Kein Bullshit. Und sie machen kein Bullshit. Nice. Boah. Ich würde mir wünschen, dass... Ich glaube, ich mache die Pressekonferenz. Ich mache die definitiv. Ich muss den Schiri beleidigen. Das geht nicht anders. So, was gibt's denn so an Fragen? Wahrscheinlich werde ich gar nicht dazu gefragt. Gutes Ergebnis. Überraschend. Ja. Bin sehr froh. Das war auf jeden Fall verdient. Erneut eine gelbe Karte, passiert. Man of the Match bei Tadikone, ja. Ja, das war jetzt nicht wirklich was Besonderes. Di Marco, ja, toll. Schade, werde ich anscheinend nicht gefragt. Ja, schade. Er hat wirklich sehr gerne den Schiri beleidigt. So fies, wie das auch klingt. Tadikun ist Man of the Match geworden, trotzdem Gegentor wegen dem Elfmeter halt. Stark gemacht, Kollege. Ah, puh. Aber echt, das ist... Ich meine, es passiert des Öfteren, ne? Es war früher ein bisschen prominenter mit den falschen Absetztoren als heutzutage, finde ich. Wobei ich noch einige kenne, die es wirklich oft haben. Früher war es im, sagen wir mal, vor dem FM16 auch oft so, dass Spieler, die grob irgendwo standen, einfach genommen wurden als Abseitsposition. Da hatte der FM schon echt Probleme mit. Napoli hat nur 3:3 gespielt, was gut für uns ist. Wir haben jetzt 2 Punkte Vorsprung auf die Atalanta, hat... anscheinend vorher gespielt. Ach, da hat 3:0 gegen Rom gewonnen, die immer noch ganz unten sind, punktgleich mit Kivo und Spal. Huiuiui.
Also der FM hatte früher wirklich schon ein paar Probleme damit. Genauso wie jetzt eigentlich. Also der Spieler steht nicht im Abseits, aber weil halt irgendeiner im Abseits steht, wird dieser Spieler dann als Abseitsspieler genommen. Aber das hat sich eigentlich gebessert, nur leider nicht perfekt. Ich meine, gut, das war jetzt das erste Mal, ne? In wie vielen Spielen, die wir hier in diesem Safe gemacht haben. Also eine Fehlentscheidung ist in Ordnung. Ich hätte mich mehr geärgert, wenn jetzt der Sieg nicht bei rumgekommen wäre. Aber naja. Normalerweise ist es ja auch so, normalerweise darf es keine Fehlentscheidung im FM geben, wenn es einen Videoschiri gibt, einfach nur weil das nicht gern gesehen wird von der FIFA und so weiter, dass man Fehlentscheidungen drin hat, weshalb FIFA das ja beispielsweise auch nicht drin hat. Also es ist definitiv ein Bug, denke ich. Es ist keine Fehlentscheidung, die halt mal so als random drin ist, dass man den Realismusgrad vielleicht erhöht. Es ist definitiv ein Bug. Aber gut, passiert halt, ne? Weil es ist jetzt einmal vorgekommen in so vielen Spielen bei uns, bei meinem anderen Safe ist es vielleicht einmal vorgekommen. Aber das ist dann okay. Ich hätte, glaube ich, jetzt auch anders drüber geredet, wenn wir verloren hätten. Oder nur unentschieden gespielt hätten. Ich glaube, das wisst ihr auch alle. Gut, unser nächstes Spiel ist gegen Lazio momentan auf Platz 1. Punktgleich mit Juve. 5 Punkte vor Milan, die dann als nächster dran sind. Können lustig werden, ne? Ja, nicht so. Aber das hab ich habe ja eben schon drüber geredet. Ranocchia hat sich Muskelfaserriss zugezogen an der Leiste. Muss erstmal draußen bleiben. Was machen meine Scouting-Berichte so? Da könnte ich mal wieder ein paar löschen. Ja, ich weiß noch nicht so wirklich, was ich im Sommer machen soll, ne? Weil ich hatte ja normalerweise auch Tutino und Poskus auf Linksaußen geplant. Da bin ich mir momentan auch nicht so sicher, ob wir da nicht vielleicht was machen sollten. Im Idealfall machen wir, glaube ich, sehr viel bereits vor dem Saisonende. Dass wir, sagen wir mal, knapp 80% unseres Budgets ausgeben, um das Maximum dann an Geld zu bekommen für den kompletten Sommer von unserem Vorstand. So, was gibt's hier? Nichts Neues. Palermo trifft auf Lazio. Jupp, das wird sehr schwierig werden. Ranocchia verletzt, der wird dann erstmal rausgehen. Hat Netcop vielleicht mal Bock, mit uns zu verlängern, nachdem er ja keine Angebote bekommen hat? Natürlich nicht. Eieiei. Dass wir den echt ablösefrei gehen lassen müssen, das tut so weh. Aber gerade jetzt die Verletzung. Ich meine, ich hätte ihn, glaube ich, für 5 Millionen oder so verkauft jetzt im Winter. Aber die Verletzung hat es halt verhindert. Es kam halt alles zum anderen, ne? Bei Netkov. Quasi alles, was schieflaufen könnte in Sachen Vertragsverlängerung, ist bei ihm schiefgelaufen. Er hatte erst keinen Bock, dann kamen die Angebote nicht, dann hat er noch weniger Bock gehabt und dann hat er sich auch noch verletzt. Und dann hat er immer noch keinen Bock. Also unsere Chancen mit ihm zu verlängern sind momentan, glaube ich, bei maximal 5%. Leider. So, Lazio. Boah, ich habe keinen Bock auf dieses Spiel. Null. Das wird absolut schrecklich werden. Unentschieden würde ich sofort nehmen. Gegen Milan auch. Und müssen dann halt hoffen, dass wir uns nach Milan sofort wieder rankämpfen können, wenn höchstwahrscheinlich Napoli und Co. an uns vorbeiziehen. Rom hat gegen Chievo gewonnen, ne? Sind aber noch auf dem Abstiegsplatz. Lazio spielt 4-2-3-1. Ciro ist immer noch vorne, mittlerweile 35 Jahre alt. So, Dickmann hat nicht so gut gespielt, da wird dann erstmal Kabianka wieder reinkommen. Und Van Kaam hat einen guten Ball gespielt. Deshalb darf er auch rein. Wir werden jetzt gleich am Anfang auf 4-1-4-1 umstellen. Gerade das, was uns halt gegen Fiorentina geholfen hat. Ich glaube, das könnte uns auch gegen Lazio helfen. Also Jungs, auf geht's. Das würde höchstwahrscheinlich eine Schmach werden. Aber ich lasse mich überraschen. Hoffentlich positiv. So. Auf geht's. Gegen Lazio zu Hause. August auf links, Asensio auf rechts.
Kudus auf der 10, Benacer und Traoré auf der Doppel-6. Alex Karl, ist es der Alex Karl? Tatsache. In der Innenverteidigung neben Betea. Betella? Betella, ne? Betella. Lazzari auf Rechtsverteidiger, Pellegrini auf Linksverteidiger, Strakosch am Tor. Auf der Bank haben sie noch Donny van de Beek, Acerbi, Szymanski und Luka Jovic. Milan führt schon 2-0. Und Regini bekommt die erste gelbe Karte hier in diesem Spiel. Und Milan führt mittlerweile 3-0. Oh, die schießen sich, glaube ich, so ein bisschen auf uns ein. Atalanta spielt erst später. Die sind ja noch so ein Konkurrent von uns aktuell. Ich finde, es ist noch ein bisschen zu früh zu sagen, wer unsere Hauptkonkurrenten sind. Ich glaube nur, dass Napoli bis zum Ende an uns dranbleiben wird. Aber es ist halt so eng. Es sind halt wirklich nur 5 Punkte auf Platz 11. Weshalb wir auch unbedingt... Ach, sorry. Ich habe falsch geguckt. Es sind halt auch nur... Dankeschön, jetzt kann ich nicht mehr gucken. Waren es 6? Nee, ich glaube, die hatten 33 Punkte. Also waren es 8. Ja, macht weiter so, würde ich sagen. Es sieht ja nicht schlecht aus. Wir haben halt nur nichts gesehen. Okay, Platz 9 hat 35 Punkte aktuell. Also sind es 6 Punkte. Ja, ist noch zu früh. Da werden sich irgendwann ein paar Vereine verabschieden. Ich hoffe nicht wir. Das Problem ist natürlich, dass wir halt 24 Spiele haben. Inter beispielsweise nur 22 oder auch Fiorentina. Ist echt nicht so geil. Aber es ist halt noch so viel zu spielen. Es sind auch 14 Spieltage für uns. Ich bin ehrlich gesagt komplett damit in Ordnung, wenn wir hier keine einzige Szene in diesem Spiel sehen. Nur das wird nicht passieren. So, Iusis kommt mal rein. Für Regini, gelbe Karte, schlechte Note und keine gute Körpersprache. Das gleiche bei Poskus. Und wir haben leider eine Szene. Ich glaube nicht, dass mir das gefällt, ehrlich gesagt. Pellegrini hat ganz schön viel Platz. Sila geht nicht ran. Ich hoffe, das ist abseits. Jovic. Und es ist kein Abseits. Zweites Saisontor. Ach, fuck off, ey. Mann, in der 81. halt, ne? Könnte knapp sein, aber sollte kein Abseits sein. Wegen Birds, denke ich. Ja, die Linie ist sich jetzt perfekt. Oh. Ach, das sehen wir jetzt hier gar nicht bei... Das können wir gar nicht ändern. Auch hier nicht? Nee, wow. GG. Ja, schwierig zu sehen von jener, aber Tendenz ist eher hoch. Tendenz ist eher kein Abseits. Ach, sau ärgerlich. Ach, Mann, ey. Waren kurz vor einem echt guten Ergebnis. Und dann mal wieder nischt bei uns. Das sind halt auch wir, ne? Lange Zeit gut spielen und dann trotzdem noch verkacken. Leider, leider. So, versuchen wir mal mit Doppelsturm ein bisschen was da vorne zu werfen. Aber das wird natürlich gegen den Ersten der Liga. Das dürfen wir nicht vergessen. Extrem schwierig. In der 82. halt. Muss das wirklich sein, Lazio? Ich hasse euch doch sowieso schon. Na gut, das war's. Da wird nichts mehr kommen von uns. Können wir noch so viel nach vorne stellen, wie wir wollen. Und dann gibt's leider eine sehr, sehr enge Niederlage. Einen dicken Fehler gemacht von Birz. Und der wurde sofort bestraft. Ach, Mann, ey. So ärgerlich. Mal schauen, was die anderen machen. Gerade Fiorentina, ne? Oh, Atalanta gewinnt gegen Inter. Warum denn Inter? Ihr seid auch so scheiße, ne? Was seid ihr denn für ein Meister? Meine Güte, ey, helft mir doch mal. Mann, ey. So, Fiorentina spielt gegen Cagliari.
Napoli habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Gegen wen die spielen? Oh, Milan, ey. Das wird auch schwer. Nix. Gerade nachdem die 3-1 innerhalb von gefühlt 2 Minuten gewonnen haben. Tore kam ja gerade nur reingeflogen in unserem Spiel oder halt in den Ticker. Napoli nur unentschieden, Fiorentina hat gewonnen. Torino hat bisher nur 23 Spiele, Fiorentina auch. Also die spielen eventuell gegeneinander, wobei Spal auch noch nur 23 Spiele hat, genauso wie Inter. Aber auf Inter kann man sich ja nicht verlassen, haben wir gerade gesehen. Wir sind jetzt erstmal punktgleich mit Atalanta und 2 Punkte vor Napoli. Wenn Fiorentina das 24. Spiel gewinnt, dann sind die vor uns. Oh. Der Punkt hat halt schon sehr geholfen gerade. Extrem sogar. Also Platz 6 ist das absolute Minimalziel, weil ich möchte nicht in die Conference League kommen. Prilly hat sich leicht verletzt. Der ist in die Mannschaft reingerückt, weil Mancuso ja verletzt ist. Spal gewinnt gegen Torino, sehr gut für uns. Damit bleibt Torino ein bisschen auf Abstand. Schlecht natürlich für Rom, weil die Konkurrenz bleibt dran. Aber das meinte ich auch halt auch am Anfang gegen Fiorentina. Das Lazio-Spiel war wieder ein perfektes Beispiel. Wir haben halt definitiv die Möglichkeiten gegen den momentan Führenden der Liga oder das Team der Stunde quasi locker unentschieden zu spielen, nur dann fehlt irgendwo ein kleiner Mini-Mini-Mini-Schritt noch. Und den müssen wir im Sommer auf jeden Fall irgendwie reinbekommen. Sei es durch den neuen Linksverteidiger DM, RM oder Stürmer. Da werde ich echt nochmal viel überlegen müssen, was man da so holen kann. Ich meine, das Geld haben wir. Wir können uns halt keine absoluten Ultraspieler holen, weil dafür fehlt dann natürlich das Geld, also ein 40-Millionen-Transfer ist nicht drinne. Also er wäre drinnen, nur es macht dann halt keinen Sinn, weil der Rest dann halt komplett scheiße ist. Es müssen halt viele gute. Oh, guck mal, Nuki, wow. Er ist sogar Deutscher. Eigentlich muss man sich den Cheer holen. Es müssen viele kleine Spieler sein, während sich Balaguer leider 2 bis 3 Wochen mit einer Bänderzerrung verabschiedet. Na toll. Muss Kinko jetzt also erstmal übernehmen. Und Regini fällt auch aus. Da kommt Justus rein. Ranocchia kann ja wieder. Und dann halt Kingsley. Andres würde ich auch wieder reinpacken. Für Van Kam und das würde höchstwahrscheinlich schon unsere Aufstellung werden für Milan. Gegen die wir schon seit Ewigkeiten nicht mehr gewonnen haben, wahrscheinlich noch nie gewonnen haben in diesem Safe. Und am 1. März gibt's dann. Mal schauen, was hier gleich reinkommt. Ich habe es noch nicht gesehen. Sollte auf jeden Fall ein Gegner sein, der machbarer ist als Milan und Lazio. Bologna gegen Udinese haben wir noch. Während Totino mal wieder schlecht trainiert hat. Ja, ich glaube, ich hatte ja Totino die ganze Zeit eingeplant, aber ich glaube nicht, dass er nächstes Jahr bei uns im Kader steht. Torino ist der nächste Gegner dann. Müssen wir dringend besiegen. Jetzt gegen Milan unentschieden und ich bin glücklich. Ich würde mich natürlich über die verpassten Möglichkeiten gerade gegen Lazio ärgern, aber das wäre dann noch ein zumutbarer Ausgang in dieser Folge. Nur das muss jetzt halt auch passieren, ne? Ist dieses Mal ein Auswärtsspiel, eben war es ein Heimspiel gegen Lazio. Werd wieder genauso spielen wie gerade. Paroni kann wieder komplett spielen, damit ist er auf der Bank, Brilli kann spielen. Und Lazio, naja gut, die sind wurscht für uns. Interessanter wären Atalanta, Napoli, Fiorentina. Fiorentina immer noch nicht mit dem 24. Spiel. 4-2-3-1 wieder bei Milan. So, dann passt es alles. 3 Verletzte, 1 Gesperrter sind raus. Ja, auf geht's.
Wie gesagt, werden das Gleiche machen wie gegen Lazio. Hoffen auf einen besseren Ausgang und dann. Ja, mal schauen. So, Jungs, revanchiert euch bitte für das Hinrundspiel und Poskus, Andres gehen eins nach hinten und machen das heute bitte, bitte besser. Gehe hier aber nicht auf. Doch, ich gehe auf kontrolliert. Ausgewogen würde, glaube ich, auch sehr viel Sinn machen. Aber mal schauen. Wir müssen aufpassen. Milan ist, glaube ich. Jedenfalls haben wir es gerade gegen Sampdoria gesehen. Relativ früh startet. Ich meine, die haben 3 Tore innerhalb von gefühlt 15 Minuten gemacht. Das ging super ratzfatz. Wenn wir jetzt hier innerhalb der ersten 20 Minuten nicht kassieren, dann sieht das sehr, sehr gut aus. Jedenfalls haben wir die ersten 15 Minuten keine Szene, das ist schon mal etwas positiv. Leider jetzt in der 17. Minute mit Romagnoli und Pizzea. Da kann man vielleicht ein bisschen besser hingehen mit Baluza. Dallmann stark gegen Leines. Ja, Andres, Dallmann, schöner Ball auf Buenacasa und wir führen. Wir führen nach 18 Minuten, aber wir haben schon ein paar Gegner genauso geschockt und die dann sehr sauer gemacht, ne? Inter und Juve waren das. Also hier ist noch lange, lange nichts irgendwie ansatzweise entschieden. Das kann auch in die komplett andere Richtung gehen. So früh Zeitspiel macht leider keinen Sinn. Ich habe das gestern lustigerweise gemacht. Da habe ich gegen Barca gespielt in meinem anderen Save. Und war halt krasser Außenseiter. Barca ist extrem OP in meinem Save. Und habe früh die Führung gemacht. Habe da, glaube ich, noch nicht umgestellt. Und nach dem 2-0 habe ich halt sehr defensiv ein Zeitspiel gemacht. Und das war irgendwie in der 40. Minute. Hat dann geklappt. Habe sogar noch das 3-0 gemacht. Aber ich glaube, das wird denn hier nicht klappen. Weil jedes Spiel ist anders. Oh, vor allem wenn man pennt, aber es ist hoffentlich abseits. Schiri pfeift ab, Linienrichter hat nicht seine Fahne gehoben. Aber Video, Schiri hat schon gesagt, ist nix. Glück für uns. Ist aber auch sehr eindeutig. Ich habe nicht drauf geachtet, deshalb keine Ahnung gehabt. Ja, die Szene jetzt muss, glaube ich, nicht sein. Kavianka. Risky, auf Baluta unten ist ein bisschen Platz, aber doch nicht so ein Ball. Diego Leines alleine und alleine und Kinkoi kommt nicht ran. Tadikone kann da locker mit der Hand hingehen. Ey, spiel den Ball aus. Und entscheidet sich dann halt fürs Knie. Keine Ahnung, was das sollte. Aber glücklich für uns, dass wir hier nicht das Gegentor kassiert haben. Boah. Jungs, nicht auf die faule Haut legen, ne? Ich werde das jetzt schon probieren. Wir werden auch vorsichtig gehen und ich werde jetzt schon Zeitspiel reinhauen. Milan ist eklig. Nur weil wir das halt drin haben, heißt es ja nicht, dass wir nicht selbst angreifen. Nur ich möchte halt wirklich hinten alles dicht haben. Diese Bälle gefallen mir überhaupt nicht. Ne? Ich meine, noch kommen sie an. Eben war es schon sehr riskant. Schöner Ball auf Andres von Dallmann. Ball muss in die Mitte kommen. Kommt sehr gut. Giosis und dann scheitert er zweimal. Schieß, Kollege. Oh, dann scheitern wir dreimal. Wow. Genau das meinte ich. Ne? Wir haben halt trotzdem die Chancen. Nur es muss halt hinten wirklich alles dicht sein. Es darf keine einzige Lücke sein. Baluza ist angeschlagen. Schnittwunde in der Hand. Das sollte nicht so schlimm sein. Die Schnittwunde in der Wade damals bei Kanyamuna, die zum Muskelbündelriss geführt hat, die sollte jetzt hoffentlich bei Baluza nicht zum Muskelbündelriss führen. Die Hand brauchst du eh nicht. Ja, Justus, den kann ich nicht auswechseln eigentlich, weil. Ja, doch, Ranocchia macht Sinn. Wechsel ist noch nicht vollzogen. Birds, oh, sehr weit nach vorne, aber das ist halt unser Spiel. Buenacasa. Kavianka, oh, gefährlich, sehr schöner Ball. Andres, oh, scheitert an Donnarumma. Wir spielen mit dem Feuer, weil wir diese Chancen nicht nutzen. Poskus wird gleich rausgehen für Totino. Und dann wird der letzte Wechsel höchstwahrscheinlich Chapone sein für Buenacasa. Wir haben uns den Sieg hier verdient. Das Ganze ist aber leider dann das Problem, dass Milan wahrscheinlich gleich noch eine Szene haben wird. Eine Minute noch. Und wir haben es gepackt. Yes!
Nice! Oh! Saustark gespielt. Jetzt haben wir uns endlich mal belohnt. Wir hätten uns gegen Lazio schon belohnen können. Haben wir nicht gemacht, aber der Sieg ist jetzt richtig Zucker für uns. Sehr schön. Sehr, sehr nice. Und jetzt ist es auch erstmal kurz egal, was die anderen machen, weil wir haben unser Soll mehr als erfüllt. Gut, das wird dann natürlich in der nächsten Folge wieder zurückgesetzt. Aber yes, nice one. Oh. Das war ein Ding, du. So, Inter hat gewonnen durch Patrick Schick. Lazio nur unentschieden in der 92. Guck dir die Typen an, ey. Ja, für uns ist natürlich relevant, was Napoli, Atalanta, Fiorentina machen. Eventuell sogar so ein bisschen Torino. Wenn wir die in der nächsten Folge schlagen können, dann ist es ja alles eh egal, was die machen. Aber gerade jetzt der Sieg gegen Milan sollte uns einen ordentlichen Moralboost geben eigentlich. Hoffe ich zumindestens. Ich meine, klar, wir haben uns ein bisschen zum Sieg gemauert, aber es ist nicht unverdient. Wir hatten deutlich mehr Chancen als Milan. Haben die ja selbst nicht genutzt. Also ich bin da sehr glücklich drüber. So, Spiel, zeig mir mal bitte die Ergebnisse vom Serie A Sonntag. Bin da sehr gespannt. Okay, so. Ja, Napoli hat immerhin gegen Fiorentina gewonnen. Es ist okay, glaube ich. Ich glaube, ich nehme lieber einen Napoli-Sieg. Unentschieden wäre wahrscheinlich am besten gewesen. Aber Fiorentina-Sieg wäre doof gewesen. Atalanta hat nicht gespielt. Rom hat gegen Benevento verloren. Es sind 5 Punkte aufs rettende Ufer. Da muss man dann auch mal ein bisschen gucken, ob da vielleicht die ein oder andere Abstiegsklausel drin ist, die man vielleicht ziehen könnte. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Atalanta, Fiorentina haben noch 24 Spiele. Genauso wie Inter und Juve. Torino hat verloren gegen Sampdoria. Die bleiben also auf ordentlich Abstand. Aber der Abstand von 6 auf 7 oder von uns auf 7 ist eigentlich am relevantesten. Das sind momentan 3 Punkte. Atalanta hat noch das Spiel. Fiorentina ebenso. Aber Fiorentina kann auch nicht rankommen, nur auf 41 Punkte. Atalanta kann auch punktgleich mit uns werden und dann haben wir den direkten Vergleich. Das ist ja der direkte Vergleich. Und dann die Tordifferenz. Und der direkte Vergleich gegen Atalanta, der war bisher ein 2:0 Sieg. Wir spielen gleich in der nächsten Folge, spielen wir das letzte Spiel gegen die. Und dann mal schauen. Also gegen die nächste Folge wären halt 9 Punkte sehr schön. 9 Punkte hier wären auch sehr schön, aber denke ich nicht so ganz realistisch. Hier wären 6 Punkte gut. Und hier werden wir wahrscheinlich alles zusammenspielen. Boah, wird schwierig. Wird schwierig. Aber Europa ist auf jeden Fall noch komplett drin und wir stellen uns besser an momentan. Aber es kann auch ganz schnell wieder ganz anders aussehen. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Das Ganze dann am Montag. Ihr habt ein schönes Wochenende. Ich hoffentlich auch. Und bis dahin. Tschö.